ich bin Yvonne. Ich bin hier jetzt im zweiten Layer zu meiner Ausbildung als technische Produktdesignerin. Meine Aufgabe besteht im Zeichnen und in der visuellen 3D-Erstellung für Baugruppenfertigung und ganze Maschinen. Die Fachkraft für Lagerlogistik ist dafür zuständig, Lieferungen anzunehmen und einzulagern. Er kommissioniert, sortiert und sorgt dafür, dass die richtigen Teile auch an der richtigen Station ankommen. Der Industriemechaniker kümmert sich darum, dass die einzelnen Bauteile zu einer gesamten Presse verbaut werden, und dazu gehören Arbeiten wie Schweißen und Bohren. Nun kommt der Lackierer ins Spiel. Er mischt Farben an, grundiert und lackiert die Bauteile. Hierbei ist höchste Sauberkeit und Genauigkeit wichtig. Der Mechatroniker macht dann die Feinarbeiten. Er kümmert sich um die Hydraulik und die Elektronik, damit das Endprodukt auch seine volle Funktion beim Kunden erfüllen kann. Die Industriekaufleute kümmern sich um einen reibungslosen verwaltungstechnischen Ablauf. Dazu gehören Aufgaben wie Angebote erstellen, Bestellungen auslösen, Rechnung bearbeiten und diverse Marketingmaßnahmen. Gebt euch jetzt 2 Euro fest.